Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute, ihr seht schon im Hintergrund, werden ganz viele Sachen aufgebaut. Ich habe Michael Schlügel dabei und Jonas. Die zwei werden heute unter fast Wettkampfbedingungen gegeneinander fechten. Michael mit der Fiederrute und Jonas mit der Stippe. Und ich glaube erstens, dass das ein richtig geiles Duell wird. Und zweitens versuche ich natürlich, ich verziehe mich hinter die Kamera, für euch ein paar Infos zu entlocken, damit ihr auch noch was mitnehmen könnt. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich bin der MS und ich zeige heute dem Jonas an einem unbekannten Gewässer, wie es beim Duell Method, ich fische heute Method und er an der Stippe, wie ich ihm richtig eingebe. Seid gespannt. Ich bin der Jonas, ich angle heute mit der Stippe gegen den Michael. Ich zeig dir mal, wie man richtig angelt. Nicht das blöde Spitzengegucke da, sondern richtige Bisse. Machen wir ein Duell und haben ausgemacht, 2 mal 1,5 Stunden mit Zwischenwegen, werden nur Karauschen, Giebel, Schleien, also keine Weißfische. Ich kenne den See nicht, jetzt mal Mais geschreddert und alles Nähere, seht ihr ja gleich im Filmchen. Bis dann. Jonas, bist du bereit? Ja. Dann auf die Plätze, fertig, los. Petri. Petri. Also jetzt nochmal Hallo von mir. Ich angle hier heute gegen den Michael. So, und ich habe mir jetzt mal überlegt, ich fange erstmal lang an, 13 Meter, fütter das jetzt erstmal und dann schaue ich weiter. Ich fütter noch erstmal keinen anderen Platz, um erstmal zu gucken, was für Fische da sind und vielleicht schon mal schnell den ersten Fisch zu fangen. Jawohl. So, zur gewählten Taktik. Also ich habe erstmal nur Fiedermaterial dabei. 2, 3,30 Meter Ruten, die eine für vorne. Das ist so eine Art Hotspot, da ist so ein Baum überknicken, da fallen vielleicht auch Tierchen runter oder die Fische suchen da Schutz. Wo jetzt der Kameramann steht, ne? Da fütter ich jetzt schon die ganze Zeit an. Also habe ich die Stadtfütterung gemacht. Mais geschreddert und mit Pellets. Und habe da 4 Körbe gesetzt. Das sind so Maximumkörbe. Mach einmal Krach, 4 Stück und dann lasse ich ruhen. Das ist die Taktik vorne und dann werfe ich immer mal ein paar Maiskörner vorne rein. Das kann ich mit der Hand machen. Die großen Pellets, die 4 mm, die ein bisschen Geräusch machen, die habe ich zu Hause gelassen, die habe ich vergessen. Ich muss mich mit den 1,7er begnügen, die fressen die, aber vom Geräusch sind natürlich die 4 mm Pellets, denke ich, besser, weil die ja vielleicht auch gefüttert werden. Das ist der eine Platz. Und der andere Platz, den beangle ich jetzt zurzeit, da liegt die Sonne drauf, da ist auch ein Hotspot auf der anderen Seite, genauer gesagt auf 52 Meter ist eine Insel. Und da werfe ich manchmal links und manchmal auch rechts von der Insel.
und lasse den linken Platz ruhen, dann mal wieder den rechten. Da wechsle ich mich ab. Und da fische ich einen Fischmehlmix, weil ich gehört habe, die Fische reagieren auf Pellets, auf Mais. Und da habe ich mich für ein Fischmehl entschieden, das Z11, allerdings eingedunkelt. Auch das immer alles defensiv, wenn man Gewässer nicht kennt, färbe ich lieber schwarz ein. Und mache dann auch einen 50-50-Mix, weil hier der Zielfisch der Karpfen ist und die Karausche. Man weiß nicht, ob der Karpfen heute Staubfutter will oder Pellet pur. Und mit dem 50-50 ist man immer auf der sicheren Seite. So, und jetzt passe ich auf, dass ich keinen Biss verpasse. Jonas, du legst hinten. Ja, ich weiß. Ich habe damit eigentlich schon gerechnet. Und ja, der Michael angelt da schön an der Insel in der Sonne. Klar, dass da direkt die Karpfen stehen. Aber ich weiß ganz genau, dass die auch nach vorne kommen. Ich bin ganz entspannt. Und ja, werden mal sehen, wann ich meinen ersten Fisch fange. Hoffentlich gleich. So, da ist auch mein erster Fisch, gebissen hier auf zwei Maiskörner, aber ich darf das nicht so laut sagen, damit der Michael es nicht hört. Der kommt jetzt direkt in den Setzkescher und dann geht's weiter. Ich hoffe, da sind noch ein paar mehr, ich muss jetzt noch ein paar fangen. Ich habe jetzt 12 Minuten liegen lassen, bin jetzt auf den kurzen Platz, den habe ich 50 Minuten jetzt liegen lassen, da ich keinen Krach mache, das ist der vorne, der direkt vor den Füßen. Nach 12 Minuten mit dem ausgehöhlten Maiskorn kam der Biss, hat die Rolle auf, Schnurklipp draußen, da ist die Rolle marschiert. Gucken, was es ist, ob das auch wieder ein Schuppenkarpfen ist und vor allem, dass ich ihn rauskriege. Dann wird es nämlich 2:1 stehen. Jetzt den zweiten gelandet, genau hier vorne. Natürlich hat er jetzt wieder sehr viel Radau gemacht. Ich lasse den Platz jetzt wieder ruhen, so ist meine Taktik und gehe jetzt wieder draußen, wo ich im zweiten Wurf hier auch einer gefangen habe, aber links von der Insel. Also direkt an der Insel habe ich gehangen, sogar mit dem Flatkorb. Da ist anscheinend Wurzel, Holz oder
Hier ist auf jeden Fall der Untergrund schlecht. Ich gehe mal links von der Insel und fütter hier immer vorne mit. Und nach 15 Minuten, noch mal kurz vor der Pause, lege ich noch mal scharf. So ist der Plan. So, nachdem ich jetzt hier vorne relativ schnell einen Karpfen gefangen habe und es dann noch ungefähr 10 Minuten probiert habe und nichts mehr kam, probiere ich es jetzt wieder draußen. Vielleicht steht da jetzt einer, weil auch der Biss hier vorne sehr schnell kam. Gehe ich eigentlich davon aus, dass die eigentlich aus Futter beißen, aus Futter gehen, am Futter fressen auf dem Futterplatz. Ja, ich weiß nicht, warum da draußen noch keiner kam. Also vielleicht ist es hier noch ein bisschen tief. Und deswegen stehen die mir näher am Rand. So, ich habe jetzt hier einen kleinen Skimmer gefangen. Die zählen heute leider nicht. Aber trotzdem schöner Fisch und immer gut, wenn auf dem Futterplatz Fische sind. Fangen wir bei mir an. Zwischenfazit. 1,5 Stunden sind rum. Ich hatte 2 anständige Bisse. Klar, Method sieht man ja, wie die Bisse sind. Geht die Route krumm. Und 2 Fische gelandet. Mehr Bisse hatte ich auch nicht, auch keine Schnurschwimmer, keine Bewegung an der Schnur. Die Insel gebe ich jetzt da draußen auf, wobei es jetzt noch ein bisschen wärmer wird, aber der gefällt mir nicht, der Platz. Er sieht optisch gut aus, aber unten stehen, glaube ich, keine Fische. Wetterumschwung haben die Fische wahrscheinlich schon gemerkt. Also wir haben jetzt die ganze Zeit 25 bis 28 Grad, heute 23, aber morgen, übermorgen gehen die Temperaturen bis zu 10, 12 Grad runter. Und das ist ja wie bei der Migräne, bei den Menschen, die merken das auch einen Tag vorher. Die Fische merken das ein paar Tage vorher, nicht die Migräne, aber dass sie keinen Hunger haben. So, bei mir war es ähnlich. Ich hatte eigentlich nur einen gescheiten Biss von einem Karpfen. Der war direkt hier vorne am Mönch, wo ich gefüttert habe. Dann habe ich noch einen kleinen Skimmer gefangen draußen. Das war auch da mein einziger Biss, den ich hatte. Auch keine Schnurschwimmer. Ein oder zwei Heber von einem anderen Skimmer vielleicht noch, aber das war's. Ja, ich denke, ich werde jetzt ein bisschen feiner gehen. Habe jetzt nochmal meine andere Seite gefüttert am Ufer. Und werde da probieren, vielleicht das bisschen abzuwechseln, weil der Biss am Ufer auch sehr, sehr schnell kam. Direkt nach 2 Minuten ungefähr. Genau. Und dann einfach die Spuren ein bisschen hin und her tauschen. Und ich habe jetzt auch noch einen Glücksbringer. Der Michael hat mir ein MS Rain Shirt mitgebracht. Ja, das bringt kann mir nur jetzt besser Glück. Werden. Aber dann lass mich abziehen. Noch habe ich Vorsprung. Ja, einer. Aber ich sag, auf ein neues. Ja. Jetzt zählt, was dann im nächsten. Genau. Halbzeit zählt nichts. Also, gib Gas. Auf geht's. Halbzeit, wollte eine andere Route noch fertig machen. Ja, soll ich sie fertig machen oder nicht? Die andere Route ging gleich rum. Vielleicht sind jetzt ein paar Fische da. Kurze Bahn. Maiskorn wieder. Thank you.
Alles Schuppenkarpfen. Ja, hat ja anscheinend keinen Krach gemacht. Gerade reingeschmissen und dann nach 2 Minuten ging es schon wieder rum. Vielleicht sind sie jetzt aufs Futter. Haben sich auf dem Futter gestellt. Manchmal dauert es ja seine Zeit. Aber das ist jetzt schon mal positiv. Ich bin gerade am Vorbereiten von der zweiten Rute. Und na, ich bin schon am Überlegen, ob ich es überhaupt mache. Ich wollte noch einen Sicherheitsplatz noch mal aufbauen in der Mitte. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal da, konzentriere mich hier auf die Stelle, die jetzt scheinen mehr gefunden zu haben, zumindest momentan. Ihr habt gesehen, mit dem ausgehöhlten Maiskorn, das sieht man kaum gelb drin, das ist fast nur blanke weiße Haut. Vielleicht 5% Fleisch und es geht sofort rum. Das ist manchmal ulkig. Und wahrscheinlich alles dieselbe Größe von Karpfen. Die Rute zeigt natürlich jetzt gute Aktion. Gerade da, wenn der Fisch jetzt nochmal marschiert, ist sie schön in die Kurve drin. Und wenn er schlecht gehakt ist, na gut, dann ist er so oder so weg, aber wenn er ganz knapp gehakt ist, kriegt man natürlich mit einer guten Aktion den Fisch gerade noch raus, ins Netz. Der kommt aber nicht hoch. Ja, der ist auch etwas größer, seht ihr? Der ist etwas größer, deswegen macht er auch mehr Terz. So 4-5 Kilo Fisch, 10 Pfund vielleicht Maximum, kann man schlecht sehen, wir nachher mal. Da ist er drin. Ja. Spiegel. Wunderschön. Sehr aus. Und hier ist das ausgehöhlte Maiskorn noch dran. So, der Michael hat jetzt in kurzer Zeit zwei Fische gefangen. Und jetzt wird es langsam ein bisschen eng, weil wir auch nicht mega lange angeln, sondern nur jetzt nochmal 1,5 Stunden. Ich muss jetzt ein bisschen was verändern und ein bisschen mehr probieren, um vielleicht zu gucken, dass ich die Fische jetzt doch irgendwie kriege. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die nicht da sind oder ob die nicht fressen wollen. Der Michael hat ja gerade schon erzählt, er hat auf eine Haut vom Maiskorn die Karpfen gefangen. Das spricht ja irgendwie dafür, dass sie sehr vorsichtig beißen heute. Deswegen probiert es mal kurz mit Wurm. Wenn ich darauf jetzt keinen Biss kriege, gehe ich mal vom Vorfach noch mal ein bisschen runter. Wenn das nicht funktioniert, gucke ich mal, was ich dann mache. Vielleicht angle ich dann noch mal mit einer Haut. Oder genau.
Aber das sind jetzt erstmal so meine Schritte. Erstmal Wurm probieren und danach mit dem Vorfach runtergehen. Genau, das alles ein bisschen aussitzen. Ich bin gerade draußen auf der 13 Meter Bahn und probiere dann auch demnächst hier vorne die beiden Seiten nochmal. Ich habe beide Seiten jetzt nochmal nachgefüttert. Und mal gucken, ob ich da jetzt noch den einen oder anderen Fisch fangen kann. Ja, genau. Aber wenn er jetzt so weiterfängt, dann wird's nicht leicht auf jeden Fall. Den habe ich getriggert, den habe ich sowas von getriggert. Hochgehoben, runtergelassen, paff! Ja, 12er Power, das wird eng. Ja, ja. Also ich. Ja, komm. Es ist halt auch ein 200er Gummi. Also, ich musste mich heute geschlagen geben. Das war irgendwie heute nicht mehr Tag oder meine Stelle war ein bisschen schlechter. Zumindest kamen die Fische nicht mehr richtig zu mir. Am Ende hatte ich noch 2 Stück drauf, konnte die aber leider nicht rausbekommen, weil ich am Ende sehr klein vom Haken gegangen bin und auch sehr dünn vom Vorfach, um überhaupt irgendwelche Bisse zu bekommen. Ich bin mir auch sehr sicher, der eine war gehakt. Deswegen, ich muss mich geschlagen geben, gut gefischt. Dafür, dass du hier das erste Mal warst, also... Ja. Ja, ich sag mal, es war ja ein Duell der Angelarten, nicht gegen die Person, das ist nur indirekt. Du hast deine 13 Meter gehabt, du hast deinen Mönch gehabt. Ich kann natürlich mit der Method Feeder bis zur Insel werfen, konnte da auch gleich einen Fisch fangen. Hab natürlich mehr Spielraum. Du hast natürlich wieder den Vorteil, du kannst präzise mit der Schleuder die Fische aktivieren, mit Pellets, mit Maden oder mit Köder. Ja. Das konnte ich natürlich nicht und deswegen ging das Duell Method zu Stippe 4 zu 1, gut, denn eine Skimmer nennen wir nochmal einen Viertelpunkt. Ja, gut. Aber zumindest, war auch hart erkämpft bei mir. Topköder, ausgedrücktes Maiskorn, fing ich 3 Stück und einer mit dem Wurf da. So, und alle Bisse genutzt, keinen verloren. Im Gegensatz zu dir, du hast ja zum Schluss, ist die Sonne gekommen, es sind gerade noch Fische gekommen, da war es Feierabend. Ja. Und ja, das war das Resümee. So, vielleicht sehen wir uns mal wieder im Duell. Mal sehen, vielleicht verschiedene Angelköder, man wird sehen. Ich sage tschüss, euer MS und ciao, euer Jonas. Bis dann.